Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist der Kanal Laurin Patron, Land, Luft und Wasser. Mein Name ist Lars und wir sind wieder heute in Hochdonn, wie ihr uns schwer erkennt. Von der Hochbrücke, der Eisenbahnhochbrücke. Wir zeigen euch heute aber den Ukraine-Benefizwagen N0 von Pico. Zugunsten der Ukraine 2022. Pico hilft. So sieht er aus. Da ist er. Spaß bei diesem Video. Der Herr Dr. Wilfer vom Pico hat ihn angekündigt. Ich möchte Sie heute mal wieder ganz herzlich aus China begrüßen und Ihnen einen neuen Benefizwagen ankündigen. Der Krieg in der Ukraine, der aggressive Angriffskrieg, den Putin über die Ukraine gezogen hat, hat uns bei Pico entsetzt und sprachlos gemacht. Für uns bei Pico und es ist sicherlich vielen anderen Menschen genauso gegangen, war es unvorstellbar, ein Krieg in Europa in der heutigen Zeit. Wir lebten offensichtlich in der Illusion, dass der Friede nach dem Zweiten Weltkrieg ewig herrschen wird. Putin hat uns eines anderen belehrt. Das Militär mordet Menschen. Grausame Sachen laufen dort ab und es ist manchmal ziemlich schrecklich, das auch noch im Fernsehen präsentiert zu bekommen. Aufgrund dieser Tatsache haben wir uns überlegt, wie kann Pico hier helfen? Wie können wir den Menschen in der Ukraine oder den Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, wie können wir denen helfen? Viele unserer Kunden haben uns auch schon darauf angesprochen, haben gesagt, mach doch bitte einen Benefizwagen und hiermit können wir wieder einen kleinen Beitrag leisten. Also, wir haben uns entschieden und wir werden einen Benefizwagen für die Ukraine machen. Wie in der Vergangenheit werden wir die Spende, den Nettoerlös der Spende wieder voll weiterreichen. Wir werden eine komplette Spende machen und dieses Mal wollen wir die Spende der Stadt Sonneberg zugutekommen lassen, damit diese sie einsetzen kann für die geflüchteten Menschen, die in Sonneberg Zuflucht gefunden haben. Darüber hinaus werden wir einige zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Wir haben schon einige Ukrainer beschäftigt, werden aber hier noch mehreren die Möglichkeit geben, um einen Arbeitsplatz bei uns zu bekommen. So, dann wollen wir das Paket mal auspacken, was heute gekommen ist. Der Benefizwagen Ukraine. Man kann es sehen. Pico. Den N0. Einmal, zweimal, dreimal,
Da sind sie, die Benefizwagen, die bestellten. 3 Stück an der Zahl. Er ist da. Prima. Der Pico hilft. Benefizwagen für die Ukraine. Zugunsten der Ukraine 2022. Tja, da ist er. So, jetzt seht ihr ihn nochmal. So schaut er aus. Pico Expert Modell. Fein detailliert. Sehr schön. Und wir packen ihn auch noch ganz aus. Ausgepackt ist der Wagen. Und er trägt die Signatur von Herrn Dr. Rene F. Wilfer. Neben Schachkupplung, Kulisse. Sehr schön gestaltet, wie ich finde. Drei Exemplare haben wir bestellt. Einen werden wir wohl fahren auf unserer Modellbahn, die wir bauen. Einer bleibt in der Originalverpackung für die Vitrine. Ja, und ein Wagen werden wir eventuell altern und dann auch ausstellen. Müssen wir mal schauen. Wir haben den Wagen mal aufs Gleis gestellt, auf ein C-Gleis von Märtling in diesem Fall. Wir haben allerdings die Gleichstromversion bestellt mit der Bestellnummer 72227. Die Wechselstrom-Bestellnummer wäre dann gewesen 72227AC. Ja, abgebildet ist ein Sonnenblumenfeld. Die Ukraine ganz wichtig für die Welternährung. Und das symbolisiert dieser Wagen. Dieser Benefizwagen. Das soll es auch schon gewesen sein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an diesem Video. Wir sehen uns sicherlich wieder beim nächsten Video. Macht es gut. Bleibt gesund. Tschüss.